Servus zusammen, ich habe einen neuen Schuh getestet, finde ich ziemlich interessanten Schuh, weil ich war eigentlich ursprünglich gar nicht großer Fan davon, inzwischen bin ich schon und jetzt habe ich das Shirt schon mal an, dann muss der Gag auch erlaubt sein. Wenn ihr euch ein bisschen, ich sag mal, so gut fühlen wollt wie Batman, dann guckt euch den mal an. Das ist die neue und bei Tennis Point exklusiv erhältliche Farbvariante des ASICS Gel Solution Speed. Und für die Leute, die mich schon so ein bisschen verfolgen, ist es so, dass ich normalerweise bei ASICS-Schuhen öfter mal das Gefühl habe, es wäre hier zu tief ausgeschnitten, ich hätte nicht genug Halt am Knöchel und. War hier überhaupt nicht der Fall und das muss ich auch von vornherein sagen. Normalerweise braucht man immer so ein bisschen, bis man warm wird mit dem Schuh. Hier eingestiegen, wohlgefühlt, total geile Dämpfung, hat mir super viel Spaß gemacht. Kommen wir zu den Farben. Natürlich ist das erstmal ein ziemlich knalliges Ding. Das fällt sehr auf. Das fällt von Weitem und von Nahem auf. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier die Detailaufnahmen. Die Sohle könnte man vielleicht sogar für so eine Art Neon-Camouflage halten. Jetzt seht ihr das Ding mal von Weitem, also auf dem Platz getragen. Und da finde ich zum Beispiel, wirkt das Ding nochmal deutlich anders. Rein auf die Optik bezogen hat mir am Anfang schon alles hier im oberen Bereich sehr gut gefallen. Also die ganze Farbkombination aus diesem Orange und diesem Blau. Bei der Sohle war ich mir nicht ganz sicher, aber als ich mich damit habe spielen sehen, als ich damit auf dem Platz war, als ich gefühlt habe, wie der sich sogar trägt, war ich einfach nur begeistert davon. Und um das mal vorwegzunehmen, ich bin definitiv auf diesen Schuh gewechselt. Gibt mehrere Gründe. Kurze Info vorab, ich spiele immer schon mit zwei Paar Socken, was folgenden Hintergrund hat. Ich schnüre den Schuh eigentlich gerne eng. Bei mir ist aber so, ich bin jetzt kein König der Blutzufuhr oder der Durchblutung vielmehr. Das war das Wort, was ich suche. Heißt, wenn ich nur ein Paar Socken spielen würde, den Schuh aber eng ziehe, habe ich das Gefühl, ich würde sämtliches am Blut stauen, was auch immer, ist nicht angenehm. Bei zwei Paar Socken ist ein bisschen mehr Dämpfung dazwischen. Da merke ich nichts, dass mir vielleicht mal ein Zeh einschlafen würde oder so, aber ich kann ihn trotzdem sehr eng ziehen. Deshalb mit zwei Paar Socken. Hier reingegangen, dazu möchte ich sagen, das Ding war erstmal super luftig. Man hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, boah, das Ding, da ist nichts irgendwie Richtung Transpirieren oder sowas. Da ist nichts Richtung, da wird stickig oder man fühlt sich unwohl drin und. Und was ich auch sagen muss von Anfang an, man will aus dem Schuh eigentlich erstmal gar nicht raus, weil der sehr komfortabel ist. Wenn es zu komfortabel wäre, ich glaube, da gebt ihr mir recht, wäre es auf dem Platz vielleicht etwas unangebracht. Der ist nicht zu komfortabel, der ist einfach sehr komfortabel. Ich würde da generell so ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Teilen. Einmal die Sohle und dann kommen wir zu dem oberen Teil. Die Sohle an sich ist sehr weich, sehr smooth und wenn man drauf geht, ist das Gefühl zwar direkt, man federt ein bisschen zurück, ist aber super aufgehoben. Ich glaube, der Schuh ist auch geeignet für ganz, ganz viele verschiedene Fußformen, weil der bietet Platz, ist aber dadurch, dass das Obermaterial ja eigentlich relativ dünn ist, super gut anpassbar. Und wenn ich schon sage, ich würde den Schuh in zwei Zonen unterteilen, also Sohle und hier oben, dann ist das hier oben für mich eine richtige Wohlfühloase, möchte ich mal sagen, weil das Ding ist wirklich total dehnbar, aber fest, wenn man es geschnürt hat. Wenn man den Schuh anhat oder man die zum Beispiel nach dem Spielen oder vor dem Spielen die Schnürsenkel noch nicht festgezogen hat, ist das wie der reinste Pantoffel und total angenehm. Macht man die aber zu, hat man guten Halt und wie ihr vielleicht seht, ich habe die hinterste Öse sogar ausgespart. Die habe ich nicht mal gebraucht. Dann kommt dazu, und ich bitte alle Leute, die was von Technik verstehen, mir das zu verzeihen, ich kann nicht anders, ich ziehe beim Aufschlag leider immer den Fuß nach. Das mögen sowohl Hallenbesitzer als auch Platzwärter oder wer auch immer, Platzpfleger, die mögen das nicht. Ich eigentlich auch nicht, aber ich kriege es leider nicht mehr raus. Gut ist, dass hier die ganze Nummer hier vorne einfach verstärkt ist, genau in der Höhe, die ich zum Beispiel brauche. Und als Kurzfazit, weil ich, wie ihr vielleicht schon merkt, ganz, ganz viel dazu erzählen könnte, super dünner, super leichter, super angenehmer Schuh, der aber überhaupt nicht diese negativen Seiten dieser Vorteile hat, der ist trotzdem sehr umfassend, der fühlt sich insgesamt gut an, super Durchlüftung, eine sehr angenehme Sohle, sehr stabil, überhaupt kein Problem, um in den Schuh reinzukommen oder beim ersten Mal spielen, der muss, ist nicht am Anfang steif, der muss nicht warm gespielt werden, super Ding und wenn ihr vielleicht ein bisschen was Ausgefallenes wollt oder einfach mal ein exklusives Design, dann ist das vielleicht genau der Schuh für euch. Das war der ASICS Solution Speed.